es ging hochwärts zu dieser Zeit. Doch Besserung war schon in Sicht. Mit den neuen Zenturien, die kamen, kamen auch neue Regeln und es änderte sich grundlegend die Situation. Tisch. Wir sind Geier aus umliegenden Dörfern. Wir haben gehört, hier sollen neue Regeln verlesen werden, dass weniger Ausschreitungen zwischen den Römern und meinem Volk gab. Wann fängt's denn hier an? Ah, da kommen sie ja schon. Später. Gleich. Natalia, vom heutigen Tage an ziehen Centurio Latotus in unser Bus und ich, Centurio Gertrudis Bus, in das Lager ab. Hört nun die Verkündigungen des großen Imperators Jürgen Cäsar. Imperator Julius Tischke. Selbstverständlich. Der große Imperator Julius Cäsar. Komm, lass gut sein, ich mach das. Hört nun die Verkündigungen des großen Imperators Julius Cäsar, die für euren Stamm Gültigkeit haben. Natürlich, klar. Aufgrund der langen Nachbarschaft von Gallier und Römern habt ihr euch gewisse Vorteile erspielt, die wir von heute euch auch einräumen wollen. Wie war ich? Wieso? Erstens, die Gallier dürfen das Dorf in Ruhezeiten verlassen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Zweitens, Schnupfen und Rauchen von Tabak ist volljährigen Galliern innerhalb eines festgelegten 5 Meter breiten und 11 Meter langen Bereiches erlaubt, bleibt aber abseits des eingerichteten straffreien Rauchs ein Regenverschuss. Danke. Ich denke, es ist besser, ich bringe das jetzt zu Ende. Drittens, die Gallier bedürfen nicht mehr der ständigen Kontrolle durch die Römer und dürfen Freizeiten ohne Aufsicht verbringen. Viertens, die Wahl der Aufgaben dürfen die Gallier zum Teil selbst bestimmen und eigene Schwerpunkte setzen. Ja, innerhalb dieser Bestimmungen seid ihr Freistoß. Wenn wir aber auf Verletzungen dieser Regeln haben wir geeignete Mittel fällt ein. Gallier allerdings mehrmals auf, dann können wir auch einen Platzverweis aussprechen. Gallier, wir hoffen auf ein friedliches weiteres Zusammenleben innerhalb unserer dreijährigen Dienstzeit. Ave Cäsar! Das hört sich gut an. Wären das nicht die besten Voraussetzungen für einen Friedensvertrag zwischen Römern und Galliern? Unter diesen Umständen würden wir gerne hierbleiben. Das Verhältnis zwischen Römern und Galliern kann nur besser werden.
Die Gallier genossen ihre neuen Freiheiten, feierten ständig Partys und waren immer guter Laune. Damals war der Friedensvertrag schon ein gutes Stück näher gerückt. Tequila knallt auch.